Hallihallo, wir sind auf dem Weg zurück nach Hause. Und ich hoffe, uns begegnet nichts Böses. Wie ein Wolf um die Ecke. Ich finde auch, man muss eigentlich, weiß nicht, ob man, ob das... Also ich schieße ja gezielt keine Wölfe. Also, ne? Alle Wölfe, die wir bis jetzt geschossen haben, waren wirklich aus Gründen, weil die uns angreifen wollten. Und eigentlich reicht das auch total für den Fall, wenn man sich was aus Wölfen craften möchte. Man muss nicht ja die ganze Zeit. Also, weiß nicht, geht ihr so richtig Wölfe jagen? So, jetzt will ich einen Wolf, jetzt jage ich einen? Das würde mich mal interessieren. Eigentlich, wenn man halt so normal erkunden geht, sollte man ja eigentlich den einen oder anderen Wolf auch treffen. Ich bilde mir dauernd immer Schritte ein. Ha. So, einmal hier rüber. Das Schlimmste ist eigentlich immer diese Eisfläche. Genau aus den Gründen. Das ist das Schlimmste. Wie sieht's hier aus? Mit der Wolfspopulation? Aha, hier geht's gerade, oder? Ja, die sind alle ein bisschen weiter nach da verteilt. Okay, okay. Ich finde, dieser Stein sieht immer sehr merkwürdig aus. Wäre doch so, ne, wegen den Texturen. Da sind 5 Wölfe auf dem Eis. Natürlich. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ich denke mal, das wird hier eher wieder jetzt ein chilliger Part, weil, ne? Jetzt geht's wieder ans Wasser machen, Tee machen, einsortieren. Sachen, die ich wirklich gerne mache. In The Long Dark, wirklich. Finde ich auch überaus entspannt. Da ist der Entspannungsfaktor mal sehr hoch in dem Spiel. 5 Wölfe, ey. Also, eigentlich müssten die einen ja auch schon von der Reichweite aussehen, ne? Wenn wir die sehen können, können die uns aussehen. Aber, hey. Wer nicht will, der hat schon. Und ich werde mich nicht beschweren. Um Gottes Willen, nein. Ich doch nicht. Ich habe gerade übrigens die Bestätigung bekommen, dass ich länger, oder überhaupt, dass ich überhaupt in Frankfurt bleiben kann. Also, in Frankfurt, also, dass ich nach dem Konzert am Samstag in Berlin nach Frankfurt, oder besser gesagt, meine Eltern wohnen ja gar nicht in Frankfurt, die wohnen außerhalb, dass ich da hinfahren kann. Juhu! Heißt für mich halt nur, ich muss noch irgendwo Resident Evil dazwischen quetschen. Ich denke mal, man hat am Freitag einfach. Irgendwie irgendwo da werde ich das schon machen. Ah ja, und da unten haben wir auch welche. Naja, natürlich. Warum auch nicht? Hm. Schön. Manchmal ist das Gefühl, die rennen sogar ein bisschen, die Wölfe. Die kommen auch total in unsere Richtung, ne? Schön gedreht haben sie. Ah. Oh, guck mal, Stöckchenparade. Das sieht so krass aus mit den Stöcken. Oder laufen die in die andere Richtung? Ist egal. Ich nehme auf jeden Fall... Wie viel Platz habe ich denn noch? Ach, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Ich nehme die auf jeden Fall alle mit. Ne? Ihr kennt mein Prinzip. Lieber Stöckchen anstelle die Axt zu benutzen. Obwohl, jetzt haben wir wieder einen Schleifstein, aber den sollte man vielleicht eher fürs Messer nutzen. Obwohl wir noch ein improvisiertes Messer haben, ne? Das darf ich auch nicht vergessen. La la la. Och, es gibt nichts Schöneres als Stöckchen zusammen. La la li la du.
He's getting too heavy to carry. Ja, Anna, jetzt merk gar nicht rum. Wirst du sofort los alles. Alter, wie viele Stöcker hier rumliegen, ne? Ha! Ja. Und wenn ich dann ein Feuer mache, ich wette mit euch, wenn ich jetzt gleich ein Feuer mache, kommt ein Sturm. Vielleicht sollte ich nicht immer gleich ein krasses Feuer machen. Was heißt immer? Das war bis jetzt das eine Mal. Das sollte ich erstmal ein sanftes Feuer machen und kann ja immer wieder Stöckchen nachlegen. Aber erstmal packe ich das Zeug raus, hier Pelze und so ein Kram. Und dann geht's los. Anna hat auch schon ganz schön zu tun, hier hochzulatschen. Oh Gott, entschuldigt. Ich wollte mir eigentlich nur mein Pony aus der Haare fegen. So. Oh, guckt mal. Und zwei Hasen, sind die überhaupt noch gut? Gucke ich gleich mal. Ob die überhaupt noch gut sind. So, hier. Ablegen, ablegen. Ablegen. Dum, dum, dum. Sind immer noch bei 40. Das ist ja interessant. So, hier sind die Stöckchen. So, dich kann ich... Na, da hinlegen. So. Sind immer noch bei 40. Kilo. Sehr interessant. Nee, Moment, da. Lager mal alle um. Das kann ich im Inventar lassen. Stoff. Lager mal 6 um. Was habe ich denn im Inventar? Abgesehen von Klamotten, die ich reparieren möchte. Komm, wir essen das jetzt mal. Gar nicht so viel eigentlich. Nur 72 Stöckchen, natürlich. So, jetzt gucken wir mal, was die Häschen dort sagen. Die Häschen sagen... Let's go, sagen die. Okay, jetzt haben Mama liegt mir, glaube ich, meine Chance, mit der Lupe was zu machen, ne? Ja, ist mir jetzt egal. Ich möchte gerne die Häschen auseinandernehmen. Ist mir gerade Schnurz. Ich kann es ja noch, wie gesagt, noch am nächsten Tag versuchen. Wir sind jetzt ja gerade zu Hause, da haben wir immer ein bisschen mehr Möglichkeiten. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Nein. Was solche Dinge angeht. Ich würde trotzdem... Na, schade. Hunger, müde Durst. Wie immer. Wie immer. Ja, dann packe ich sie erstmal wieder rein hier. Zum Trocknen. Und widme mich dann draußen noch ein paar Sachen. So und so. Wollen wir mal versuchen, unsere... Ich weiß, die sind erst bei 82% oder so, die Häschenhandschuhe, aber... Jetzt haben wir hier immer wieder eine Parade rumzuliegen. Bei wie viel waren die? 83. Ah, die müssten noch ein bisschen schlechter werden, glaube ich. Dann lohnt sich das erst. Brauche ich irgendwas? Nö. Stoff habe ich im Inventar, auch wenn es... Oh, den kann ich ja wieder auffüllen. Dann reparieren wir mal die Weste, die wir da noch im Inventar haben. Wie geht's denn der Schneehütte? Ich wollte gerade sagen... Oh nein. Oh, jetzt braucht die Stoff. Verdammt. Verdammt. Naja, ist das halt so. Oh ja, das müssen wir... Oh, wartet. Oh, hier ist sogar noch Reh, was wir braten müssen. Guck mal einer an. Warte, ich nicht alles vergesse. So, jetzt aber. Jetzt machen wir erstmal... Wie lange ist es noch hell? Gar nicht mehr. Wir können hier nicht reparieren, weil es nicht hell ist. Haha, ich hab noch dran gedacht. Mhm, bin sehr stolz. Das wird bestimmt gleich wieder stürmen. Ich sehe es doch schon kommen.
Naja, dann schlafen wir mal ein Ründchen. Und hoffen, dass wir den nächsten Tag Glück haben. Mit dem Wetter. Jetzt sind die Fragezeichen wieder weg. 72 Tage. Wie ist 14 Grad? Alles klar. Ich finde es irgendwie seltsam, dass man das Warten abbrechen kann, aber das ist das Schlafen nicht. Also wenn Anna so schlicht wie ich, dann könntest du das ganz schnell abbrechen. Wenn sie so einen leichten Schlaf hat. Komm, eine Stunde warten wir noch. Und dann haben wir immer noch Dunkelheit übrig. Und sind durstig. Und wir können wirklich nicht reparieren. Wir können reparieren. War das der Bug, den du meintest, Oles Amiga? Ist es der Bug? Dass es trotzdem noch geht mit dem Reparieren? Aber was ging doch nicht mehr draußen? Da habe ich mich doch noch so geärgert. War es das Lesen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Wie viel hatten die jetzt? 75. Die muss nochmal repariert werden. Und da müssen wir unbedingt unser Stoff wieder auffüllen. Ja, geil, dass es doch noch geht. Seltsam. So, und das ist die Jeans. Die müssten wir dann mal rauspacken. Oh, wir haben so viel... Ich sehe gerade, dass wir 3 Brandbeschleuniger im Inventar haben. Was ist denn da passiert? Huch. Nani. Das war nicht das Schwerste, aber hey, es ist halt... Oh Gott. Es ist in unserem Inventar. Ich sehe nichts. So, dann haben wir hier eine Ersatz-Jeans. Hatten wir denn überhaupt? Wir hatten gar keine Ersatz-Jeans, oder? Nee, tatsächlich nicht. Gut, dass ich es mitgenommen habe. Und noch eine Weste. Eine Sportweste. Wie war das denn gut? Kann ich die da drüber ziehen? Bestimmt nicht, ne? Das ist eine Down-Weste. Die hat... Das ist eine Sportweste. Nee, solche Kleidung haben wir natürlich nicht. Aber vielleicht sollte ich. Ein dicker Pullover? Ah ja, hört das? Gut, ich hör's auch. Hä, wo zählen denn die Westen bitte? Hierzu zählen die Westen. Aha. Okay. Gut zu wissen. Dachte, jetzt kann ich hier... Aber nein. Und diese da. Okay. Durst. Sind Fragezeichen oder ist normale Stumm? Na, ist Fragezeichen. Okay. Die Brandbeschleuniger wollte ich nur wegpacken. So viele braucht ja kein Mensch im Inventar. Genauso wenig wie 69 Stöcker. Ach ja, wir haben noch ein Messer davon. Hier geht's. Bin ich richtig? Ja, bin ich. Passt das noch hier rein, das Messer? Und einen Bettstein haben wir gefunden. Ach, Moment, die habe ich ja jetzt woanders gepackt, ne? Die Messer. Sind die. Oh Gott. Völlige Dunkelheit. Waren die hier oben? Nein. Waren die. Hier? Ja? 80. Es passt nicht rein. Es passt nicht rein. Verdammt. Da muss das wohl hier rein. Okay. Dann weiß ich gerade nicht, wo ich bin. Hier ist ein Wolfsbild, also bin ich... Aha, ja, okay, so. Ich verlasse mal das Haus. Und gucke draußen nach dem Rechten. Ja, oh Gott, Traum. Und so leise. 5 Grad. Da kommen eh eine Stunde, kriegen wir hin.
Den Rest müssen wir wieder warten. 1 Grad. La 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 la. Komm. Teilt mal alles aus. Wird immer besser, ne? Schön. Ich will da nur Feuer machen. Ich bin... Oh! Ja, ja, ja. Kommt Sonne? Sonne, Sonne? Sonne? Oh, ist das Sonne? Können wir die schon verwenden? Ist das Sonne? Nein, es ist keine Sonne. Was ist das denn sonst, bitte? Verdammt. Ich hätte gern Sonne. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus, dass noch Sonne rauskommen könnte. Nee, Moment. Das hier will ich haben. Nein, immer noch nicht. Kacke! Lass es doch bitte Sonne werden. Ich warte jetzt so lange, bis wir Sonne haben. Das ist bestimmt auch immer noch keine Sonne, ne? Ich muss ja, warum gehe ich eigentlich immer raus die ganze Zeit? Ich kann es doch von hier versuchen. Annika, Annika, was ist denn da los? Etwas verwirrt heute. Okay, es wird immer schlechter. Wisst ihr was? Das soll nicht sein, also soll es nicht sein. Ich zeige aber Angst, dass es... Ja, ich bin halt jetzt Angst, dass es wieder anfängt zu schneien. Also schlimmer wird. Oh ne, jetzt scheint es sich zu halten. Okay, na dann mache ich das einfach. Ist mir jetzt auch egal. Irgendwie müssen wir jetzt hier ja vorankommen. Dann brate ich erstmal das Fleisch weg und danach mache ich das ganze Getränkezeug. Oder ich mache einfach gar nichts. Scheiße. Mhm. Könnt ihr mal gucken, wie viele... Da haben wir wirklich viele Feuer? Oder zählt das jetzt immer nur als ein Feuer, das wir gemacht haben? Come on, little fire. Im Journal. Komm schon, kleines Feuer. Das klingt immer total putzig. Oh, I could eat a horse. Hm, ein Pferd. Immer noch. Das gute Pferd. Oh, das wäre auch geil, wenn man hier ein Pferd haben könnte, so zum Reiten. Das wäre super. Perfekt. Reitest du mit so einem Pferd super stattlich durch die Schneelandschaft? Klasse. So, das Fleisch. Let's go. Das war schon orange. Eieiei. Und los geht's weiter mit dem Kaninchen. Waren wir schon Level 4 beim Kochen? Ich habe langsam gar keinen Überblick mehr. Oh, wir haben Durst. Wie konnte das denn passieren? Und ich glaube, Hunger haben wir auch. Können wir gleich mal hier den Hasen essen. Oh, ganze 55 Kalorien. Na Mensch. So, dann kriege ich wenigstens in den Partys noch hin, die Sachen hier wegzubraten. 33 Minuten. Ach, mir juckt das Näschen. Wenn ich eine Erkältung bekomme, dann kriege ich die Macke. Passt mir überhaupt nicht. Habe ich gar keine Zeit für. Denk gar nicht dran, Körper. Dir geht's gut, Körper. Du bist ausgeglichen. So. Jetzt brauchen wir aber ein bisschen mehr. Ich kann ja schon mal den Kräutertee garen. Der Wind kommt auf. Das ist blöd.
Aha, okay, das sollte aber doch, das reicht. Ich dachte jetzt schon. Guck mal, wie wunderbar das geht mit den Stöckchen. Ha, ich liebe meine Stöckchen. Die lassen eigentlich im Stich. So, weiter mit dem Tee, dass nicht, dass der uns weggammelt. Ja, mit. Ich frage mich zwar gerade, wann wir das letzte Mal Tee getrunken haben hier in so Long Dark, aber anscheinend geht's uns zu gut. Das ist krass, dass das Frische wirklich anders aussieht als das frisch gegarte, hä? Oder sieht das gerade nur anders aus, weil es einen anderen Hintergrund hat? Seltsam. Okay. Beim Tee waren wir stehen geblieben. Und dann haben wir noch ein paar Kräutersachen. Sollte ich mir daraus so machen können. Vielleicht mal gucken. Ja, schön. Den Tag mit Kochen verbringen. Wuhu. Und jetzt haben wir nur noch Luck Falling. Ich denke mal, da müssen wir uns nochmal halt Wasser machen. Kann man nochmal, super. Und nee, Hagebutten fehlen uns, denke ich mal, welche. Ich denke einfach weiter Wasser. Ich würde mal gerne nach drinnen gucken gehen, ob wir noch ein paar Hagebutten haben zum Kochen, aber ich glaube, wir hatten gar nicht mehr so viele Hagebutten. Und man braucht unendlich viele Hagebutten für einen Tee. Das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. So. Malt nochmal ein bisschen Wasser. Es kann ja nicht schaden. Das mal auszunutzen hier für genug Wasser. Auch wenn der Part jetzt ein bisschen länger ist, ist mir jetzt aber ein bisschen Schnurz. The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Keine Angst, Anna, wir können auch gerne reingehen. Also, ich meine, in die Hütte gehen. So, dann. Oh oh. Hm, wie praktisch. Man, I could eat anything. Ja, da war mal wieder das. Können wir die mit Reinigungstabletten reinigen? Da war der Wind mal wieder schneller als wir. Naja, gut, aber wir haben es ja geschafft soweit. Dafür muss ich nur aufpassen, dass ich da nicht raufklicke. Das müssen wir nochmal abkochen. Abkochen. Hier kommt der Tee rein. Dum, 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 dum. Dann packe ich hier mal das dreckige Wasser mit rein. Nicht, dass ich das außersehen trinke. Das wäre nicht gut. Und hinten müssen wir noch die Lackpollinger. Oder den Tee, besser gesagt, reinpacken. Ne, Moment, hier. So, und so. 12 Schmerzmittel. Ich gehe mal kurz das gucken. Obwohl, vielleicht können es hinhauen. Bin mir nicht sicher. Und einfach nur des Sortierens wegen kommen die Federn natürlich hier rein. So, aber dann reicht es jetzt erstmal für den Part. Das geht ja viel zu lange. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann schauen wir mal. Ich denke mal, wir werden dann halt den Rest erkunden noch bei der Tankstelle. Und denkt dran, solltet ihr noch Orte kennen hier, einfach schreiben. Ich versuche die dann aufzusuchen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.